Freunde, wunderbar, dass ihr wieder einschaltet. Und das letzte Mal hatten wir gesehen, dass man den Glauben nicht wissenschaftlich beweisen kann. Und die Frage stellt sich ja jetzt einfach, und wir haben auch eine Frage wirklich reinbekommen, die heißt, die ging folgendermaßen, wie kann man Glauben ohne festen Bezugspunkt einordnen? Reicht es einfach zu glauben? Ja, man kann den Glauben nicht wissenschaftlich beweisen und trotzdem bauen wir unser Leben drauf. So, wir wollen einfach mal sagen, es reicht nicht einfach irgendwas zu glauben. Du musst schon einen Bezugspunkt haben und ich will es einfach mal vergleichen, vielleicht wie so ein Haus, was man baut. Ja? Wenn du ein Haus baust, dann wirst du nicht einfach sagen, hier, ihr fangt mal da hinten in der Ecke an zu arbeiten, wir fangen mal hier an und wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Ja, aber warum hat das? Es soll einfach schön sein. Ja, genau, es soll ja schön werden. Es soll ja schön werden. Ja, aber es reicht doch, wenn es schön ist. Nicht ja, und da, klar, aber es muss auch stabil sein. Es darf nicht. So, was macht man da? Man baut einen, erstmal fängt man an mit einem Eckpunkt, ja, mit einem Eckstein. Und nach dem richtet sich alles aus. Der Jesus wird ja auch genannt, 1. Petrus 2 ist es, ja, dass er der Eckstein ist, ja, nach dem sich alles ausrichtet. So, der Jesus ist eine Sache, auf der anderen Seite gibt es aber noch, und da wollen wir jetzt drüber reden, die Bibel. Ja, weil bevor man erstmal zum Herrn Jesus hinkommt, muss man erstmal, den findet man ja in der Bibel. Und richtig. Ja, deswegen, wenn wir sagen, ohne festen Bezug geht's nicht, ja, weil Glaube braucht einen Gegenstand. Und was glaube ich denn wirklich? Was ist das konkret fassbar? Ja, dann wollen wir euch sagen, das ist konkret fassbar. Das. Warum? Jetzt könnt ihr euch nicht erwarten, dass wir jetzt hier sämtliche Entstehungsgeschichte und Hintergründe und gute Hinweise oder Beweise für die Bibel euch liefern, denn das wird den Rahmen sprengen. Da gibt's wirklich sehr, sehr gute Bücher, die wir auf Nachfrage euch auch empfehlen können. Aber ein paar Punkte, die uns wichtig geworden sind, als wir uns eben über das Thema unterhalten haben. Ja? Mhm. Die Bibel ist ein einzigartiges Buch. Ja? Mhm. Bis heute steht sie einzigartig da. Das häufigst übersetzte Buch der Weltgeschichte, ja? Was in den meisten Sprachen verfügbar ist und was doch wirklich eine übernatürliche Entstehungsgeschichte aufweisen kann. Mhm. Ja? Es wurde ja über mehrere tausend Jahre geschrieben und es ist so erstaunlich, dass es doch irgendwie so eine große Geschichte beinhaltet. Ja. Ja, das ist an sich schon ein Wunder. Man hat an ganz verschiedenen Ecken der Erde geschrieben. Man kam aus sehr verschiedenen Kulturen, aus sehr vielen verschiedenen sozialen Ständen. Mhm. Und trotzdem gibt es irgendwie eine große Message. Mhm. Ja, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt schon. Mhm. Ein anderer Punkt, der mich total überwältigt. Ich sage das so öfters, wenn ich das einfach mal plakativ sagen soll, sage ich, wenn mir jemand fragt, was findest du so bewundernswert an der Bibel oder warum glaubst du, dass es Gottes Wort ist, sage ich einfach die Bergpredigt. Die Bergpredigt, die kannst du dir ja durchlesen. Du kannst ja jetzt einfach Matthäus aufschlagen, Matthäus 5, kannst du die Bergpredigt durchlesen und dann musst du dir die Frage stellen, hat das ein Zimmermannssohn geschrieben oder gesagt? Und jetzt kannst du vielleicht sagen, nee, das war der nicht, das war dann der Schreiber. Ja gut, dann ist Matthäus Gott. Weil diese Predigt ist einfach nur Wahnsinn. Wir haben wir haben ja 2000 Jahre Geschichte und wir wissen, wie das sich bewährt hat, was der gesagt hat. Da kommt jemand auf die Erde und sagt, ich bin Gott und ich bin der König und ich zeige euch jetzt mal, wie das hier funktioniert. Der sagt das, wird danach gekreuzigt, sagt auch, warum er gekreuzigt wird, aber das, was er gesagt hat, danach leben wir heutzutage noch und wir denken, das ist unübertroffen, das war das Beste, was jemals jemand gesagt hat. Absolut. Ja? Kant hat es, glaube ich, sogar auch gesagt, ja, dass er völlig, also gesagt hat, dass das eigentlich, das muss ein Gott gewesen sein, der sowas gesagt hat, was so genial war. Diese Worte, die da aufgeschrieben sind, das ist was, das kannst du lesen, Matthäus 5, ja, nimmst du in der Bibel, lest dir das einfach mal durch, sagst dir, das hat göttlichen Ursprung. Dann gibt es aber noch viel mehr diese innere Schlüssigkeit der Bibel. Ja, ganz die genau. Bibel ist einfach, wenn du dir durchliest, was gesagt wird im Alten Testament, im Neuen Testament und wir haben wirklich viel die Bibel gelesen und ich kann dir wirklich sagen, es ist nicht einfach nur ein Kuddelmuddel. Lies dir andere Bücher durch, geistliche Bücher von anderen Religionen. Du wirst einfach sehen, das sind teilweise Sachen, die haben sich Leute einfach, ich weiß nicht woher, rausgezogen. die sind zwar auch, das sind auch gute Sprüche ja, und es ist auch viel Gesetz, du sollst das machen, mach mal das, mach mal das. Ja, ja, ist schon klar. Aber hier wird eine Story erzählt, die hundertprozentig schlüssig ist. Absolut, das ist auch so toll bei der Bergpredigt, ja. Es gibt im Alten Testament ein Gesetz, in der Bergpredigt, Jesus interpretiert das Gesetz, ja, holt es auch auf die Ebene des Herzens, das finde auch in den Crosspaint-Videos, kommt bald, wird bald schon da sein, eine Reihe über Matthäus, genau. Und dann kommt die Auflösung, wir schaffen nicht, diese ganzen Gebote zu halten, was macht Jesus? Er geht ans Kreuz und nimmt unsere Schuld auf sich. Diese ganze große Story, die kommt auch noch später in unserer Episode, ja. Es ist so schön, wie das alles sich so einfügt und wenn man, je mehr man liest,
versteht man es. Am Anfang erscheint einem das widersprüchlich und es lösen sich immer mehr Widersprüche auf. Für mich aber noch ein großer Punkt, der mich beeindruckt in der Bibel, der sie absolut unterscheidet von allen möglichen Büchern der Weltliteratur, dass die Schreiber so authentisch waren, ja, so total. Ehrlich. Ja? Überleg dir einfach mal, wenn du würdest jetzt ein Buch schreiben und willst damit großen Einfluss ausüben und du würdest von dir selbst erzählen, wie würdest du dich selber darstellen? Du hast einen richtig miesen Moment gehabt in deinem Leben. Du hast deine Frau vielleicht geschlagen. Ja? Oder du hast im Drogensumpf drin gehangen. Würdest du das reinschreiben? Du würdest es verbergen. Wir würden das auch verbergen. Wir würden das doch nicht in die Schaufenster stellen. Was soll man mit sowas Werbung machen? Die Bibel ist ganz anders. Der große Held im Alten Testament, David, ja, ganz großer Held, der ist so tief gefallen und das wird ganz explizit erwähnt. Petrus zum Beispiel, ja, man weiß aus der Kirchengeschichte, dass Markus, der Evangelist Markus, sehr viel wohl von Petrus auch Dinge bekommen hat, erzählt bekommen hat, die Gott ihm dann auch eingegeben hat. Ja, aber er hat viel von Petrus auch gehört. Und interessanterweise ist im Markus-Evangelium so deutlich wie an keiner anderen Stelle der tiefe Fall von Petrus in der Verleugnung geschildert. Das macht man doch nicht in einem normalen Buch. Warum macht man sowas? Weil Gott es hat aufschreiben lassen, ja, um uns eine ganz wichtige Botschaft mitzugeben. Ja, ansonsten könnt ihr euch noch mit Prophetie beschäftigen. Auch wunderbar, was im Alten Testament gesagt worden ist, was Jesus Christus erfüllt hat. Da gibt es manche Sachen, die sind ziemlich einfach. Dass zum Beispiel gesagt hat, dein König kommt auf dem Esel. Das ist kein Problem, du kannst auf dem Esel steigen, kannst irgendwo in eine Stadt reiten. Das ist ganz gut. Aber das auf den Tag genau zu machen, wie Daniel das vorhergesagt hat und die ganzen anderen Sachen auf Daniel 9, ja? Ja. Studiert das mal, ja? Das gibt es noch ganz, ganz andere Sachen. Zum Beispiel, dass der Messias zum Beispiel gekreuzigt werden sollte. Richtig. Ja, zum Beispiel in Psalm 22. Und eine Todesart, die es zu der Zeit, als der Psalm geschrieben wurde, noch gar nicht gab. Und da schreibt der David, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Eindeutig. Ja. Normalerweise hätten sie gesteinigt, das hätte der David sagen müssen, aber hat er nicht. Und dann muss irgendwie, Jahrhunderte später kommt dann das Römische Reich, die haben Kreuzigung und so weiter. Also viele Sachen einfach, lest es durch, es ist wirklich der Wahnsinn, wenn dich damit beschäftigst. Dass die meisten Leute, die nicht glauben, was sie machen, ist, sie gehen nicht in diese Details. Aber die Bibel hält dem Stand. Du kannst wirklich in die Tiefe gehen, du wirst sehen, je tiefer du kommst, desto größer und herrlicher wird die ganze Geschichte. Und das vielleicht als eine Hilfe, ja, wenn du mit Leuten mal im Gespräch bist oder wenn du vielleicht gerade selber so ein suchender Mensch bist. Sei bitte aufrichtig. Ja? Wir haben ein bisschen über Kaffee gesprochen am Anfang. Was könnte ich über Kaffee sagen, wenn ich noch nie Kaffee getrunken habe? Das ist doch unfair. Ja. Ja? Was kann ich über die Bibel sagen, wenn ich nie in der Bibel gelesen habe? Weil ich nur irgendwelche Mainstream-Gedanken irgendwie aus irgendwelchen schwachgeistigen Medien von heute übernehme. Das ist doch unfair. Ja? Nehm dieses Buch, lest das und ich muss auch sagen, das allerbeste Argument am Ende, wenn du es liest, aufrichtig liest, merkst du, dass Gott wirklich zu dir spricht. Ja, im nächsten Video wollen wir dann sprechen über die genialste Person, die je über diese Erde gewandelt ist, denn in Jesus. Und ja, wir freuen uns drauf, würden sagen, bis dann. Ciao.